Was ist? Was los ist? Wieso kommst du erst jetzt? Ich warte ja schon seit einer Stunde. Es hat im Studio heute länger gedauert. Du hättest anrufen können. Da war keine Zeit so. Keine Zeit für einen Anruf? Nein. Neues Hemd? Nein, ich hab's nur länger nicht mehr angehabt. Steht dir gut. Danke. Willst du noch was trinken? Eine Cola. Was hast du heute gemacht? Nichts Besonderes. Ich habe meine Wohnung aufgeräumt, bei einer Bibliothek abgelesen und ich habe nachgedacht. Worüber? Ich denke darüber nach, mein Studium abzubrechen. Das bringt mir nichts. Bist du dir da sicher? Ja. Diese ganzen Leute, mit denen ich zusammen studiere, diese Typen, die nur ihre Karriere im Kopf haben, das ödet mich alles an. Es gibt überall solche Typen, deswegen muss man sich doch nicht verkriechen. Kann schon sein. Aber es ist eben nicht immer so einfach, wie du denkst. Ich weiß selber, dass es nicht einfach ist. Aber du hast schon so viele Dinge angefangen und wieder abgebrochen. Na und? Was willst du denn jetzt machen? Wird sich zeigen. Lass uns nicht mehr drüber reden. Ich habe gestern eine Freundin auf der Straße gesehen. Von wem redest du? Die Blonde mit den kurzen Haaren. Ich habe ihren Namen vergessen. Du meinst Marie. Sie ist keine Freundin von mir. Eher eine Bekannte. Das ist alles. Sie gefällt dir? Ach was. Wir kennen uns schon so lange. Ich habe ihr ein paar Mal bei Referaten geholfen. Sie ist langweilig. Sie bedeutet mir nichts. Es ist ekelhaft, wie du über deine Bekannten redest. Ich möchte nicht wissen, was du anderen über mich erzählst. Suchst du Streit? Mit dir kann man sich nicht streiten. Was bedeute ich dir denn? Dennis, was soll das? Wir sind zusammen. Und warum? Wenn du darauf keine Antwort hast, was willst du denn eigentlich von mir? Ich habe dich gefragt. Ich habe jetzt keine Lust, darauf zu antworten. Wenn du nur einmal sagen würdest, was du denkst. Aber wahrscheinlich denkst du gar nichts. Hör jetzt endlich auf. Wenn du durch die Straßen gehst, wie viele Frauen siehst du an einem Tag, die dir gefallen? Vielleicht 2 oder 3 höchstens. 2 oder 3, das ist viel. Das sind allein in einem Monat 60 Frauen. Keine schlechte Auswahl. Das bedeutet doch nichts. Blickst du dich nicht um? Du siehst doch auch manchmal Typen, die dir gefallen. Nein, das interessiert mich nicht. Wie findest du sie? Wen? Die Kellnerin. Ja, sieht gut aus. Aber das bedeutet doch nichts. Gut, ich werde sie für dich ansprechen. Was? Ich werde die Kellnerin für dich ansprechen. Was soll die alberne Eifersuchtsszene? Ich bin nicht eifersüchtig, im Gegenteil. Hör zu, ich kann nichts dafür, dass du einen schlechten Tag hattest. Du brauchst es nicht an mir auszulassen. Der Umgang mit den Filmidioten scheint dir nicht gut zu tun. Ich hatte keinen schlechten Tag. Und die Leute, mit denen ich arbeite, sind sehr nett. Du bist wahrscheinlich auch sehr nett zu ihnen. Was weißt du denn schon? Du hast recht, ich will es auch gar nicht wissen. Ich will zum Beispiel nicht wissen, was du schon alles getan hast, um voranzukommen. Du bist widerlich. Es tut mir leid. Ich hab's nicht so gemeint. Das Einzige, was du kannst, ist alles in den Dreck zu ziehen. Und was tust du selber? Nichts. Ich hab gesagt, es tut mir leid. Ich halte sie nicht mehr an.